In den nächsten 10 Minuten möchte ich Ihnen nun erläutern, was die Kriterien sind für folgende Fragen. Die Google.org Impact Challenge, also was ist überhaupt die Impact Challenge? Und wer kann teilnehmen? Wie kann man teilnehmen? Was gibt es zu gewinnen? Was ist der Ablauf? Wie unterstützt Google überhaupt? Und das Wichtigste natürlich, was ist das Timing? Also seien Sie bei mir und schenken Sie mir ein bisschen Ihrer Zeit. Wir haben in Deutschland die besondere Situation, dass sehr viele unserer Mitbürger sich ehrenamtlich engagieren. Rund 30 Millionen Menschen sind in Vereinen, in gemeinnützigen Organisationen engagiert. Sie leisten jeden Tag kleine Taten und beweisen damit, dass aus kleinen Taten Großes entstehen kann und Großes bewirkt werden kann. Das ist genau der Grund, warum wir die Impact Challenge in diesem Jahr unter das Motto gestellt haben. Und wir sind sehr gespannt, was Ihre großen Taten sein werden, was Ihre Ideen sein werden. Die meisten gemeinnützigen Organisationen nutzen das Internet bereits. Wir haben es von Philipp Justus gehört, 90% der Organisationen nutzen Social Media. Aber viele sagen auch, dass sie nicht das Gefühl haben, das gesamte Potenzial der Digitalisierung wirklich schon ausgeschöpft zu haben. Und das ist genau der Grund, warum wir die Impact Challenge auf zwei Säulen stellen. Zum einen die Säule der finanziellen Unterstützung, dazu komme ich gleich, und zum zweiten die Säule der Trainings, der Mentorenschaften, der Unterstützung auf dem Sektor. Wir suchen Ideen in zwei Kategorien, zum einen lokale Projekte und zum anderen, wir nennen es Leuchtturmprojekte. Lokale oder auch regionale Projekte fördern wir mit 20.000 Euro und Leuchtturmprojekte, die über das Regionale hinausgehen, die genau das, was Frau Bentele vorhin gesagt hat, leisten kann, die andere mit inspirieren kann, die in ganz Deutschland wirken kann oder sogar darüber hinaus, europaweit, global, wo Organisationen die Strukturen haben, genau solche großen Fördersummen auch umsetzen zu können und stabil nutzen zu können. Solche Projekte fördern wir mit 500.000 Euro. Solche wirklich großen Initiativen und Unternehmungen können wir nicht alleine machen. Wir sind ein großes Team in Deutschland, aber wir haben nicht für alles Expertise und wir glauben fest daran, dass sowas nur in Partnerschaften gelingen kann. Insofern sind wir wirklich sehr dankbar und glücklich, dass wir auch in diesem Jahr die Impact Challenge wieder zusammen mit Better Place, Joanna Breitenbach ist da und Ashoka durchführen können, die uns gute und treue Partner sind in der Durchführung, aber auch die Unterstützung der weiteren 10 Partner, die Sie hier sehen, nämlich der Aktion Mensch, der Arne-Friedrich-Stiftung, des Bundesverbands Deutscher Stiftung Children for Tomorrow, des Deutschen Roten Kreuzes, Haus des Stifters, der Impact Hub Berlin, Land der Ideen, der Sozialhelden und der TBD Community sind uns total wertvolle Unterstützer und ganz herzliches Dank dafür, dass Sie mit uns gemeinsam die Challenge durchführen. Nun aber wichtig, wer kann denn überhaupt an der Impact Challenge teilnehmen? Es können nur Organisationen sein, keine Privatpersonen. Und Sie müssen den Sitz in Deutschland haben. Das nächste sehr wichtige ist, Sie müssen den Status der Gemeinnützigkeit haben, also anerkannt sein als gemeinnützige Organisation, nicht nur zu dem Zeitpunkt der Bewerbung, sondern auch zum Zeitpunkt, wo die Förderung ausgekehrt wird. Also gucken Sie sich die Abgabenordnung gut an, ganz wichtig. Und nicht dürfen sich beteiligen die Organisationen, die an der Durchführung beteiligt sind, also all die 12 Organisationen, die ich vorhin genannt habe. So, nun ein kurzer erster Schritt, wie funktioniert das Ganze und wie kann man teilnehmen? Nur die Kurzbewerbung kann nur online ausgefüllt werden, wir nehmen keinen Brief entgegen, also gucken Sie sich gut die Webseite an. Unter der Webseite können Sie Ihre Kurzbewerbung einreichen, Einsendeschluss und das markieren Sie bitte gelb im Kalender, ist der 10. Januar des kommenden Jahres, also 2018. In der Kurzbewerbung, und wir haben das extra als Kurzbewerbung ausgeschaltet, um möglichst vielen Organisationen die Gelegenheit zu geben, ihre Ideen einzureichen, brauchen wir aber Kontaktdaten, Name des Projektes natürlich, die Problemstellung muss skizziert sein, die Zielgruppen müssen adressiert sein, Ideen, Ziele und erwartete Ergebnisse.
Und ganz wichtig, Sie müssen sich von vornherein entscheiden, wollen Sie sich bewerben als lokales Projekt oder Leuchtturmprojekt. Also, mit wie viel Geld können Sie rechnen? Mit wie viel Geld kann man arbeiten? Das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Wir schütten insgesamt 4,5 Millionen Euro Fördergelder aus und weitere Unterstützungsleistungen. Das teilt sich auf in 50 lokale Projekte, die jeweils 20.000 Euro erhalten. Und die Leuchtturmprojekte, dort gibt es 8 Finalisten, die 250.000 Euro erreichen. Ein Publikumspreis mit 500.000 Euro. Die Jury kann eigenständig einen benennen, der dann auch 500.000 Euro kriegt. Und dieses Jahr das erste Mal loben wir einen Sonderpreis zum Thema digitale Kompetenzen aus. Ich habe vorhin schon gesagt, Geld ist wichtig und jede gemeinnützige Organisation, ich habe auch für eine mal gearbeitet, weiß, Geld ist das Fundament der Ideenentwicklung. Wir wissen aber auch aus der letzten Impact Challenge, dass gerade die Mentorenschaft von Google-Kollegen, also jedes der Leuchtturmprojekte kriegt einen Google-Kollege an die Seite gestellt, um zu unterstützen, und die Unterstützung von Ashoka, die ein Jahr lang Trainings, individualisierte Trainings an die Hand stellen, besonders wertvoll geschätzt wurden von den Organisationen. Deshalb bieten wir das auch dieses Jahr wieder an und führen das so durch. Also ganz kurz nochmal, wie funktioniert es? Kurzbewerbung, merken sich den 10. Januar, Vorauswahl durch Google und die Partner Ashoka und Better Place, detaillierte Bewerbung für die Organisationen, die eingeladen werden, die sozusagen in die zweite Runde nominiert sind, Auswahl von 100 lokalen Finalisten durch uns und die Partner, Auswahl von 10 Leuchtturmfinalisten durch die Jury. Anschließend gibt es dann eine öffentliche Abstimmung. Das haben wir beim letzten Mal auch schon gemacht. Wir wollen, dass nicht nur wir, kleiner Kreis, entscheiden, sondern Sie als Organisation sollen Ihre Anhänger aufrufen, motivieren, für Sie zu stimmen. Weil wir haben es vorhin gehört, eine große Motivation mitzumachen, ist öffentlich bekannt zu werden. Das ist ein guter Moment für die Organisation, auch für ihre öffentliche Bekanntmachung was zu tun. Also, öffentliche Abstimmung. Und der zweite Termin, den Sie sich bitte notieren, ist der 7. Juni des kommenden Jahres. Dort nämlich findet die Preisverleihung statt. Ich hoffe, wir sehen uns da alle wieder. Neben dem und ergänzend zu dem, was ich erläutert habe, unterstützen wir als Google durch 2 weitere Maßnahmen. Zum einen führen wir Ideenwerkstätten durch. Das findet regelmäßig im Rahmen der Zukunftswerkstatt in Berlin, Hamburg und München statt. Dort sind Kreativworkshops, die angeboten werden, sodass die Organisationen sozusagen unterstützt werden von der Idee, die sie haben, tatsächlich ein Konzept zu entwickeln, das sie gegebenenfalls auch bei der Impact Challenge einreichen können. Am 2.12. des diesigen Jahres finden in allen 3 Städten ein solcher Kreativworkshop statt und dort haben die Teilnehmer die Chance, auch mit den Impact Challenge Gewinnern des vergangenen Jahres in Austausch zu kommen, sich mit ihnen zu unterhalten und sich inspirieren zu lassen. Wenn Sie Interesse haben, dann melden Sie sich an unter der URL, die Sie dort unten stehen. Und das Zweite, was wir machen, auch im Rahmen der Zukunftswerkstatt, ist, dass wir Trainings anbieten für gemeinnützige Organisationen. Philipp Justus hat es erwähnt, das findet statt in den Standorten Berlin, Hamburg und München, wo regelmäßig gemeinnützigen Organisationen erklärt wird, wie sie mit digitalen Tools noch besser umgehen können und was sie tun können. Und dort können Sie sich ebenfalls anmelden unter der Adresse, die Sie dort sehen. So, die wichtigsten Daten zum Mitschreiben. Ganz in Ruhe. Bewerbungsstart heute, 21.11.2017, 2.12. Ideenwerkstatt in Hamburg, München und Berlin. Bewerbungsschluss, 10.01. Die ersten Handys werden gezückt zum Fotografieren. Dann die öffentliche Abstimmungsphase vom 18.05. bis zum 6.06. des kommenden Jahres und der 7.06. das Abschlussevent mit Preisverleihung. Wer nicht hier im Raum war und das nochmal alles in Ruhe nachlesen will, findet all diese und weitere Informationen zur Bewerbung und zum Wettbewerb auf der URL, die Sie dort unten eingeblendet sehen. Das war die kurze Zusammenfassung der Vorstellung der Impact Challenge. Jetzt sind Sie gefragt und Sie sind dran.
sich Ideen zu überlegen, das, was sie schon immer tun wollten, in ein Projekt umzuwandeln und es bei uns einzureichen.